So, willkommen zurück zu Pure Solar and the Great Architects. Ja, und das letzte Mal haben wir gegen das Unwesen im Dschungel gekämpft, das nur der Wachhund war von dem verstorbenen, ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, Arekol, euer Freund. Sie sind uns zuvorgekommen. Wir konnten nichts mehr für ihn tun. Sarret ist freigeschaltet Supermoser. Keine Ahnung, was das ist. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Besonders nicht, falls der zweite Kristall in Bettinas Hand gefallen ist. Wir glauben gar nicht, dass es Bettina war. Sarret meinte, die Gesellschaft hätte ihn angegriffen. Unmöglich. Sie dürfen gar nichts von dem Zweck oder Wert der Kristalle wissen. Es gibt keinen Grund für die Gesellschaft, es sei denn, jemand anderes hat ihnen diese Information gegeben. Aber warum sollte Bettina Dritte dazu verwenden, den Kristall zu stehlen? Wäre das Risiko, von ihnen verraten zu werden, nicht zu groß? Und warum sollte die Gesellschaft ihr helfen? Sie wollten Pier Solar doch für ihre eigenen Zwecke. Die Maschine selbst existiert nicht mehr. Sie könnten erkannt haben, dass der einzigste Weg zu ihrer Macht darin besteht, ein Bündnis zu schließen, zu suchen. Aber du hast recht, Bettina würde niemals Hilfe anheuern. Entschuldigt, ich musste kurz eine Fliege töten. Entschuldigt, ich bin ein Fliegenmörder. Außer es bliebe ihr keine andere Wahl. Könnte es wirklich dermaßen geschwächt sein? Könnte sie wirklich dermaßen geschwächt sein? Hm, Kinder, vielleicht gibt eure Hiobsbotschaft doch Anlass zur Hoffnung. Wir sind an einem kritischen Punkt angelangt. Wenn wir zuschlagen wollen, so muss es jetzt sein. Aber mit der Gesellschaft auf ihrer Seite sind wir allein schon zahlenmäßig unterlegen. Husten, du tust ja so, als seien wir völlig hilflos. Bettina mag geschwächt sein, doch Kliboe und ich nicht. Das Meteomobil ist fertig. Wir finden Kliboe und überzeugen ihn, sich uns anzuschließen. Zusammen werden wir Bettina bezwingen. Es gibt nur einen Haken. Wie wollen wir Bettina aufspüren? Wenn wir erst einmal den letzten Kristall in den Händen halten, wird sie zu uns kommen. Folgt mir. Wo steckt Moser? Ich bin hier, Meister. Gut, Edisot, los geht's. Ich präsentiere das großartigste Transportmittel, das je geschaffen wurde. Anwesend ist selbstverständlich ausgeschlossen. Sehet und staunet. Das Meteomobil. Was ist? Nun, der Name ist ziemlich. Ich könnte dich mit nur einem Gedanken zerquetschen. Wie dem auch sei. Dies hier ermöglicht transdimensionale Reisen. Es funktioniert so ähnlich wie der Staub, den ihr von mir bekommen habt. Aber der Staub funktioniert nur in eine Richtung, eine Einbahnfluchtweg. Damit haben wir mehr Freiheiten. Seit dem Krieg hat sich Kliboe in seine eigenen kleinen Dimensionsloch zurückgezogen. Wir müssen ihn finden und vor der Rückkehr Bettinas warnen. Alina, Edisot, seid ihr zwei bereit? Selbstverständlich, Husten. Nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, werden wir dich doch jetzt nicht im Stich lassen. Ich danke euch. Außerdem ist der Schlitten der Wahnsinn. Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Er ist schon ein kleines Genie, das muss ich zugeben. Er werde damit zwischen den Docks, die wir geschaffen haben, hin und her reisen können. Und obwohl ich stark bezweifle, dass Kliboe und Bettina uns sehen möchten, werden sie zweifellos eigene Docks errichtet haben. Das können wir für unseren Vorteil nutzen. Bevor wir aufbrechen, möchte ich euch aber noch nahelegen, euch von euren Lieben zu verabschieden und alles zu erledigen, was ihr noch zu tun habt. Nur für den Fall, dass wir nicht zurückkehren. Schon klar. Ich mache diesen Nobelhobel bereit und dann steht er zu eurer Verfügung. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr fertig für euren Besuch bei Kliboe seid. Okay, jetzt weiß ich nicht, habe ich jetzt irgendwie die freie Landkartenwahl, dass ich irgendwo hin kann? Das ist mir jetzt nicht ganz klar, ob ich mit dem Ding reise oder mit dem Drachen. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt mal hier die Sache durch. Es scheinen mehr darin verstrickt zu sein, als wir erst annahmen.
So, dann gucken wir mal. Okay, der Drache, der wartet. Wir speichern mal hier. Speichern. Viel Glück. Viel Glück. Nein. Wie komme ich denn jetzt halt, wie kann ich denn noch Dinge erledigen? Ich dachte jetzt, dass ich nochmal zurück auf die Weltkarte kann, um, naja, zum Beispiel in Hustens Dorf zurückzukehren oder sowas. Also das war jetzt meine Annahme, aber irgendwie scheint es nicht so zu sein, dass ich mich von irgendjemand verabschieden kann. Ich gucke jetzt mal hier nochmal im Eingang, ob da sich was verändert hat. Da, nö, da ist auch alles ganz normal. Also weiß ich gar nicht, was er so recht gemeint hat. Vielleicht nochmal mit dem Pinguin sprechen. Ist das vielleicht meine Verabschiedung für die irdischen Welt? Ehe irgendwas Schreckliches passiert oder wie? Das kann es ja nicht sein. So, ich gehe nochmal zum Pinguin. Der ist weg, der ist tot. Alles klar. Ich kann gar nichts anderes mehr machen. Ich kann nur noch zu ihm. Ich kann hier im Tempel mich von allem verabschieden. Tschüss Säule, tschüss Türe, tschüss Gestein. Tschüss, Schlafplatz. Aber ich kann nicht wirklich irgendwas anderes machen. Kann ich eigentlich schlafen? Mal ganz kurz gucken. Nee, kann ich auch nicht. Also ich kann nicht mal mehr schlafen. Das ist ein bisschen bekloppt. Er hat doch gerade selbst gesagt, ich soll mich von allen verabschieden. Oder irgendwas Irdisches noch erledigen. Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht ist ja hier was Neues. Nee, da tut sich auch nichts öffnen. Vielleicht habe ich auch irgendwie den Grundstein zum Reisen verpasst. Kann ich irgendwie. Vielleicht kann mir das jemand sagen, der das Spiel schon durch hat und bis hierher zusieht, was ich eigentlich eher bezweifle. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, Schnellreisen zu machen, von der ich noch nichts weiß. Also irgendwie stehe ich da jetzt schon auf dem Schlauch. Ich kann auch gar nichts anderes machen. Laden, Notizbuch, Zauber, Inventar. Da gibt es aber nichts. Also nicht, dass ich wüsste. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier zurück. Vielleicht habe ich hier doch was verpasst. Also hier oben, wo der die Kugel gerade hingeschoben hat, die wo jetzt willkürlich verschwunden ist. Nee, ich kann nichts machen. Vielleicht kann ich noch. Ah ja, vielleicht kann ich noch. Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit, die ich im Kopf habe. Vielleicht kann ich hier durch das Teleporter-Ding. Ah! Okay. Das Meteormobil benutzen. Dann gucken wir mal, wo mich das hinbringt. Eisschloss. Ah! Okay. Oh, es öffnet sich tatsächlich eine diffuse Map. Eisschloss, Urk, der Graben, Nullpunkt, Teuser, Lager. Mensch, schade, dass das nicht früher schon irgendwie ging mit dem Schiff oder so. Das ist ja eigentlich eine ziemlich noble Karte. Auch lustig gestaltet. Gehen wir mal zum Lager. Weil da weiß ich noch, dass noch was war. Und zwar noch versteckte Kisten hier oben. Im Canyon. Die, wo ich nie erreicht habe. Die gehen mir bis heute nicht aus dem Kopf. Vielleicht kann ich die ja jetzt öffnen. Irgendwie so eine Kiste an der Tür war das. Und die war rot und deswegen kam ich nicht ran. Schauen wir mal, ob ich da jetzt rankomme. Also ist ja schon mal cool, dass ich jetzt wieder zurück auf die normale Map kann. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal bei Hustens Mom vorbeischauen. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas Wichtiges zu klären. Und wie viel Geld haben wir im Moment gerade eigentlich? Wir haben 16.000. Naja, ich weiß nicht, ob das für die super tollen, reichen Waffen wirklich reicht, die wohl wir in dem einem Städtchen gefunden haben. In dieser unglaublich schrecklichen Stadt, ihr wisst schon, dreiteilige mit dem Hafen. Ja, ah ja, da waren die noch zu den Schatzkisten. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie jetzt aufkriegen. Glaskugel, na toll. Wassermelone. Unfassbar. Ich bin von den Socken.
Also das Rätsel ist geklärt, aber es ist auch nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen? Es ist wirklich kein Meisterstück gewesen. Weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwo was übersehen habe, eine Kiste. Vielleicht kann ich jetzt auch nochmal da, wo ich vorbeigehuscht bin das letzte Mal, nochmal hin. Ah ja, hier komme ich aber nur noch dahin zurück. Canyon, Gurmanhütte. Ich weiß nicht, kann ich in dem Canyon noch was machen? Ich glaube eher nicht. Hier ist aber auch kein Transporter, deswegen sollte ich mich hier. Obwohl da noch eine Kiste ist, die ist schon offen. Nee, die ist noch nicht offen. Aber vielleicht haben wir. Vielleicht haben wir. Nee, das geht nicht, okay. Was sagt der Schönes? Kaufen. Ja, du hast nur lauter Quatsch bei sich, den wir nicht brauchen. Gucken wir mal da lang. Alter Pfad. Ach, das war hier, okay. Da war auch noch was. Wo war denn das? Irgendeine Kiste, die wir nicht aufgekriegt haben. Selbst mit dem Zauber nicht. Das probieren wir jetzt mal aus. Vielleicht geht es ja jetzt auf. Es tut mir jetzt auch leid, dass ich hier auf Kämpfe verzichte, aber so wirklich Bock habe ich auch nicht drauf. Irgendwie war hier noch mal eine Kiste. Ja, ich soll mich von meinem Liebsten verabschieden, aber ich habe nichts Besseres zu tun, als die Kiste zu suchen. Aber was mich jetzt immer noch verwundert, ist, dass der Radar immer noch aus ist. Also ich habe den noch. Habe ich den jemals verloren? Ist der jemals kaputt gegangen? Ich weiß es nicht. Das verwundert mich doch schon sehr. Und hier habe ich wahrscheinlich anscheinend doch alle Kisten schon gemacht, warum auch immer ich das jetzt dachte, dass hier noch was zu machen wäre. Vielleicht liegt es daran, dass es jetzt nicht mehr piept. Dass ich nicht zu dem Punkt komme. Ah ja, ich bin nicht wieder hier. Gut, dann müssen wir hier wieder rauswurschteln uns. Das war jetzt ein bisschen eine unsinnige Arbeit, hier rumzulaufen. Warte mal, vielleicht hier nochmal ganz kurz. Ah ja, hier war doch noch eine Kiste. Ich habe es doch gewusst. Jetzt schauen wir mal, ob es aufgeht. Elektrode, na toll. Wo komme ich dahin? Ruinenstadt. Okay, Ruinenstadt. Da ist ein Speicherpunkt. Ich will da jetzt mal nicht speichern. Vielleicht muss ich auch alles wieder zurücklaufen. Darauf hätte ich keine Lust. Wie kam ich denn aus der Ruinenstadt raus? Da war doch auch ein Sonderweg, oder? Aber es ist schon krass, dass ich jetzt alles tatsächlich nochmal besuchen kann. Da geht's nicht rein. Da habe ich, glaube ich, schon das erste Mal gesucht, wie ein Blöder. Wie es denn da weitergeht. Da unten, glaube ich, in dem Ding hier. Und dann, ja, dann kam dieses Ding hier, wo ich so rumswitchen musste, glaube ich. Genau. Fledermäuse. Was ist das denn? Das ist nur Zeug, also nichts Besonderes. Da kann man nicht raus, okay. Aber das ist jetzt so eine kleine Rückschau. Also wir befinden uns definitiv kurz vorm Finale. Und jetzt können wir rein theoretisch alles nochmal besuchen. Frage ist halt, bringt's das? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinkomme, ob da ein anderer Teleporter ist. Dann müssen wir zur Not alles wieder zurück. Dann würde ich aber auch sagen, dass ich das offscreen mache. Schauen wir mal, wie war denn das? So. Schwupp, schwupp, schwupp. Ohne Kämpfe ist das natürlich ziemlich simpel. Denke ich zumindest. Da auch nur leere Kisten. Hätten sie ja mal auffüllen können. Kam hier was her? Ich bin mir gar nicht sicher. Gehen wir halt wieder.
So, jetzt mal hier gucken. Ja, also hier bin ich falsch erstmal. Dann vielleicht wieder zurück und dann hat sich was anderes aktiviert. Ich glaube, so ungefähr war das. War der schon da? Der war schon da. Müssen wir jetzt nach unten? Jetzt haben wir schon die beste Transportmöglichkeit und ich, ja, sag dazu mal jetzt nichts. So. Schwupp, schwupp. Vielleicht hier unten jetzt hat, genau, da unten war es jetzt hat. Da bin ich ja das erste Mal ohne Ende verzweifelt. Verständlich. Jetzt ist nämlich das da. Und dann war der Weg irgendwie hinter einer Säule, irgendwas. So in der Art. Gucken wir mal, ob ich den Weg noch finde. Bin sehr gespannt. Okay, da konnte ich nicht rüber. Dann wahrscheinlich erst dahinter, dann den Knopf drücken, dann kann ich auch rüber wahrscheinlich oder so. Wo bin ich denn jetzt? Ich verlaufe mich hier jetzt auch noch am besten. Ah ja, okay, da kommen zwei. Und wir mussten zu dem, der dahinter, wo flog denn der hin? Irgendwo hier war das, genau hier. Der geheime Transporter. Okay, der hat aber nur zu den Schatztruhen geführt. Da muss man gar nicht hin. Das haben wir ja schon gemacht. Ah, scheiße. Jetzt bin ich wieder direkt rein. Shit. Das ist alles eigentlich schon Grund, einen Cut zu setzen. Aber ich setze mal keinen. Das, diese Rückschau, die müsst ihr jetzt euch noch geben. Ich meine, wie lange habe ich das Spiel gespielt? Ich meine, es war vielleicht wirklich ein immenser Fehler, es wöchentlich zu machen. Das habe ich unterschätzt, weil ich hatte davor ja nicht so viele Projekte, die so lange gedauert haben wie Pier Solar. Aber trotz alledem habe ich dann weiterhin jeden Freitag durchgezogen. Hab dann auch gemerkt, dass die Zuschauer zwar nachgelassen haben, logischerweise. Das ist aber normal in so einem Fall. So, das geht jetzt hier runter, genau. So, wo komme ich jetzt hin? Hier. Das funktioniert noch nicht. Da muss ich noch irgendwas machen. Nee, ja, ich denke, das war schon gut so, wie ich es letzten Endes gemacht habe. Jetzt glaube ich, funktioniert es wahrscheinlich. Funktioniert immer noch nicht. Ich will mal nicht alles komplett wieder zurück. War das nicht irgendwie dann so? Ah, da. Ach, was mache ich denn? Da ist es doch. Weiß bloß nicht mehr, wo ich dabei rauskam bei der ganzen Aktion hier. Ein Speicherplatz, genau. Und hier war dann nichts. Shit. Da ist dann irgendwas ausgelöst worden, weiß ich noch. Ja, jetzt sind wir alles umsonst hierher. Very, very hate me. Aber immerhin haben wir noch die eine Elektrode rausgeholt. Aber jetzt eigentlich gedacht, dass, ja, aber gut. Wie hat sich denn das letzte Mal verhalten, das hier? Ich weiß nicht mehr, da war dann ein Endgegner. Und dann hat es mich eigentlich direkt wieder zu der nächsten Situation gebeamt. Wahrscheinlich bin ich da dann irgendwie anders hingekommen. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon ein bisschen arg lange her. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Es ist, glaube ich, über ein halbes Jahr her, dass ich hier war. Ja,
Die Welt wird bedroht von den Bösen, die das Pier Solar wieder erschaffen wollen, um Gott zu spielen. Und ich habe hier nichts Besseres zu tun, als durch die Gegend zu schaltern. Ne? Das ist... ja. Das ist typisch ich. Aber naja, gut, wir wollten ja noch die drei Secret-Items und dafür habe ich das jetzt gerne gemacht. Jetzt sind wir wieder in der Ruinenstadt, jetzt müssen wir nochmal hier wieder zurück. Tut mir jetzt mega leid. Also wer vorspulen möchte, kann das gerne tun. Ich werde das jetzt hier aber durchziehen, weil ich sehe das jetzt als meine Verpflichtung, das auch hier euch mitleiden zu lassen, in dem Sinne. Ja, so schlimm wird es nicht gewesen sein. Wie viel waren das jetzt? 10 Minuten extra Time. Jetzt hoffe ich, dass ich hier auch gleich wieder rausfinde. Und dann werden wir nochmal zur Mutter zurückschauen. Und ich meine, es war noch eine Kiste Ding im Bereich, wo der Holzfäller war, wo wir den Biber einjagen mussten. Wir können ja mal auch beim Holzfäller vorbei schon rein theoretisch, was jetzt mit dem Biber los ist. Das interessiert mich nämlich auch. Die müssen ja ziemlich sauer auf uns sein, weil wir den Biber wieder freigelassen haben. Der Biber-Esser. So, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Dampfer. So, dann ich schaue mal in die Goermann-Hütte. Vielleicht hat sich da was getan. Also mich interessiert jetzt alles so ein bisschen. Muss ich zugeben. Nee, da hat sich nichts getan. Aber bei sowas, da würde ich mir dann aber auch tatsächlich Abwechslung wünschen, dass dann irgendwelche Sachen passiert sind. Hätte jetzt zum Beispiel hier gut gepasst, wenn sich dann irgendjemand in die Hütte eingesiedelt hätte. Wobei, naja, die sind da ja auch ziemlich versteckt gewesen. Da wäre das dann vielleicht eher Unfug gewesen. Wobei, naja. Ja, meine Fantasie ist da sehr ausschweifend. Ich meine, ich habe schon so viele Rollenspiele gespielt, wo das auch der Fall war teilweise. Dass dann sich Veränderungen getan haben, wie beispielsweise Final Fantasy wohlgemerkt. Also ein Spiel, wo ich darauf immer zurückgreifen kann, wenn ich daran mich erinnere, wie ausgeklügelt ein Spiel sein kann. Also Final Fantasy 7 wohlgemerkt. Bei den anderen manchmal vielleicht nicht so, da war es auch manchmal geradlinig. Aber da haben sich dann auch immer wieder neue Wege erschlossen. Und wie es auch hier ist, habe ich jetzt auch beispielsweise die Kisten noch aufmachen können. Jetzt gehen wir mal wieder dahin, dann benutzen wir mal... Das Ding kann ich damit auch direkt zu Hustens zu Hause reißen. Wie ist das? Kann ich es überhaupt noch benutzen? Ja. Ja, aktivieren. So, wo können wir noch hin? Rechers Farm, machen wir mal das. Ah, jetzt sind wir hier bei diesem Gurkenwettbewerbplatz. Oh! Haben jetzt wieder die Hühner aufgescheucht, das tut mir sehr leid. Rajas Stadt. Genau. Jetzt gucken wir mal, was die Mutter dazu sagt. Aber dann speichern wir hier nochmal. Gehen wir mal hier rein. Husten, du bist zurück. Wo warst du? Ich war krank vor Sorge. Oh, mach dir nichts draus. Komm, setz dich, deine Freunde auch. Ich mache euch etwas zu essen. Habt ihr Lust auf? Wo ist Rudi? Was ist passiert? Mama. Wo ist Rudi? Mama, er. Nein. Nein, nein, Husten. Das ist nicht witzig. Du kannst deiner Mutter nicht antun. Das ist ein Scherz. Sag, dass das ein Scherz ist. Es ist ein Scherz. Mama. Lass mich alleine husten. Ich brauche einen Moment für mich selbst. Husten. Wie geht es? Lasst uns gehen. Können wir irgendwas für sie tun? Ich habe gesagt, lasst uns gehen. Mama. Lass mich alleine husten. Ich brauche einen Moment für mich. Ja, okay, das hatten wir schon. Muss ich jetzt nicht nochmal vorweinen. Aber das ist schon heftig. Hätte ich sie überhaupt sagen sollen?
Oh Mann, ja, da lag ja damals der Rudi im Bett krank. So. Na, wenn das nicht der Diener ist, Husten und der kleine Edison sind. Hallo Kinder. Hi Dr. Gilbert. Husten, wie ich gehört habe, ist dein Vater kurz nach meiner Abreise sehr krank geworden. Was ist passiert? Da Jetzt kommt er. Husten erzählt dem Doktor von den Ereignissen. Ich verstehe, es tut mir unendlich leid für dich, Houston. Mein Beileid wird euch zwar nicht auf eurer Reise helfen, aber ich denke, ich habe etwas Nützliches. Ein Buch. Oh, Gegenstand gefunden. Pflegeblatt. Ich wünschte nur, ich hätte euch ein wenig früher geholfen. Nun, ja, alles Gute. Oh, wir haben vom Doktor, der sich hier erst jetzt blicken lässt, der Dr. Gilbert, tatsächlich noch einen geheimen Zauber bekommen. Ich nehme mal ganz stark an, der ist für Alina. Neuer Zauber lernt Life Water. Sehr gut. Kann sie den auch gleich einsetzen? Ist der da gleich einsatzbereit? Ne, den muss er wahrscheinlich erst lernen. Oder er ist nur im Kampf einsetzbar. Da hat sich das schon mal gelohnt, zum Dorf zurückzukehren. Einen solch... Finde ich cool. Also das ist genau das, was ich gemeint habe. Wie bei Final Fantasy 7 oder Co., dass sich halt dann auch Veränderungen tun. Hier sind wir jetzt beim Vater. Aber was der jetzt sagt, da werde ich mal einen Cut machen. Wir sind ja schon... Ja gut, wir schauen noch, was der Vater macht. Meine Güte. So dramatisch wird es jetzt nicht sein, von der Zeit her. Okay, der bleibt normal. Hat sich also auch nicht gelohnt, hier den Cut zu machen. Wäre ganz unspektakulär ausgegangen. Dann würde ich sagen... Also ihr habt noch drei Dinge im Kopf. Ich möchte einmal zu der Mademoiselle, wo wir auch die Blauhaarige kennengelernt haben. Und dann möchte ich noch zum Biber schauen, ob die jetzt sauer auf mich sind. Und sonst fällt mir eigentlich jetzt nichts ein, was ich noch machen könnte. Vielleicht noch Waffen kaufen. Das wäre noch so eine Sache. Und, ja, noch genau diese Stelle, wo wir das letzte Mal quasi unterbrochen wurden. Da reise ich gleich noch schnell hin. Na, wo ist der Punkt? Nein, ja, ich will ja, ich will ja. Nochmal. Ja. So. Lager, da waren wir auch schon. Teuser. Teuser, war das nicht dieses Reichenviertel? Ich schau mal kurz nach. Ah, Teuser ist dann quasi, wo die Rebellen waren. War da noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Also die Rebellen, die Gemeinschaft, die Bruderschaft, die Illuminaten da hier. Wie komme ich da jetzt wieder dran? Auch wieder sehr klasse gemacht, dass ich da nicht den Punkt finde. Hä? Ah ja, hier. Also ich glaube, in Teuser war nichts mehr, was von Belangen war. Lager, Reachers Farm. Ah. Nullpunkt. Wo war der Nullpunkt? Das war am See. Der Graben. Wo war der Graben? Ah, das war da. Ah ja, okay, das war dieses vulkanartige Gebiet. Urk, Eisschloss. Also recht viel mehr kann ich auch gar nicht machen. Wo war denn Urk? Gehen wir mal nach Urk. Hä, waren wir schon mal in Urk? Kommt mir unbekannt vor. Schauen wir uns das nächste Mal an. Ihr könnt mich dafür haten. Ja, wir gucken uns jetzt alles noch ein bisschen an. Das muss schon sein. Bis dahin, ciao.